Hallo und herzlich willkommen zu Facebook Marketing leicht gemacht. Heute mit einem Thema vor allen Dingen für meine Kursteilnehmer. Ich bin Katrin Hill, ich bin Facebook Marketing Expertin und ein Thema zieht sich in meiner Businesslaufbahn immer durch und die hat mir geholfen, erfolgreich zu werden. Mittlerweile, wenn man ja mich als erfolgreich zählen möchte. Ich habe mittlerweile 360 Teilnehmer in meinem Facebook-Marketing-Club und die will ich heute mal ein bisschen motivieren, denn das ist eines der Themen, das ich immer wieder sehe und oft herrscht so eine Ungewissheit, eine Fragestellung, die kommt. Katrin, soll ich A machen oder soll ich B machen? Und genau da setzt meine Erfolgsstrategie an, denn genau das ist der Fehler, den eben viele machen. Sie denken zu lange drüber nach und das ist mein Erfolg. Ich bin jemand, der sehr schnell in die Umsetzung kommt, der einfach loslegt. Und da will ich euch heute ein paar Beispiele geben und ich will euch sagen, warum das tödlich ist und warum es manchmal besser ist, erst den Fehler zu machen oder erst das Falsche zu wählen, statt nichts zu wählen, ja? Und ich merke das mal wieder, auch ich kann mich da nicht komplett rausziehen. Auch ich denke sehr häufig über Sachen nach, zu lange teilweise. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin gerade dabei, meinen Facebook-Marketing-Club komplett zu überarbeiten. Das heißt, mein Mitgliederbereich existiert jetzt seit Juli 2018, also auch noch nicht so lange. Und bisher war das so, dass man einen meiner Kurse gekauft hat und dann in den Club gekommen ist und ein Jahr Zugang hatte. Das heißt, irgendwo eine Kombination. Und das soll jetzt anders werden. Das heißt, meine Kurse werden gelöscht, die gibt es nicht mehr. Und es gibt dann nur noch meinen Club. Das heißt, man kommt in meinen Club rein und kann dann zwei Wege wählen. Entweder man nimmt den Basisclub, wo eben alles drin ist, diese ganzen Kurse, die ich habe, wie zum Beispiel Reichweitenaufbau, Fanaufbau, Messenger-Bot aufbauen und die Strategie dazu. Das ist alles im Basisteil. Und der zweite Teil hat alles aus dem Basisteil plus Umsetzung, Accountability und so richtig ins Tun kommen. Ja, so zwei Phasen. Man hat das natürlich im Basisteil, ich bin ja so ein kleiner Motivator. Das heißt, das ist so oder so mit drin. Aber eben nochmal eine Umsetzung. Und diese Entscheidung, die musste ich jetzt erstmal treffen. Und ich nehme euch mal in diesen Entscheidungsprozess mit, denn es ist sehr, sehr schwierig, wenn man mehrere Optionen hat. Und ich hatte viele Optionen. Mache ich zuerst den Kurs? Jeder muss den gleichen Kurs durchlaufen, damit alle das gleiche Level haben. Und dann können sie wählen, ob sie in den Club wollen. Mache ich zuerst den Club und beziehungsweise vielleicht den Kurs und sie sind dann automatisch im Club für eine bestimmte Zeit oder ist der Club ein Upsell? Man hat so viele Möglichkeiten, gerade im Online-Marketing und das macht einen verrückt. Und eine Sache habe ich heute früh, ich höre ja ganz viele Podcasts und mache auch selber Online-Kurse und ich habe einen Online-Kurs speziell zum Thema Mitgliederbereich aufbauen. Deswegen wird der ja auch so gut, aber da kam ein Impuls, den möchte ich euch heute weitergeben und vor allen Dingen auch meinen Kursteilnehmern, denn diese Prokrastinierung, dieses Nicht-Weiterkommen ist genau der Fehler, den die meisten machen. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr mehrere Optionen habt, mehr als zwei, sag ich mal, ja, dass ihr dann eine wählt. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt zwei Optionen, ihr wählt eine davon. Selbst wenn die falsch ist, dann müsst ihr immer noch wissen, ihr könnt es jederzeit natürlich anpassen. Das heißt, auch in meinem Facebook-Marketing-Club wird natürlich was verbessert, angepasst, sodass eben das Ergebnis, dass die Teilnehmer Erfolge haben, stimmt. Und so eine Veränderung kann man immer wunderbar seinen Kunden auch mitteilen, weil das Ergebnis ja entscheidend ist und nicht, wie sie dahin kommen. Wenn wir was lernen, dann bringt das eben den nächsten Schritt. Wichtig ist, und da kommt wieder diese Entscheidung ins Spiel, ich habe heute gehört, und das war dieser Impuls, der wirklich sehr, sehr wichtig ist und den wir immer mitnehmen sollten. Wir müssen eine Entscheidung treffen und danach überlegen, wie machen wir diese Entscheidung jetzt perfekt. Ja? Weil es ist sehr, sehr schwer, wenn wir keine Entscheidung treffen und beide versuchen, perfekt zu machen, dann wird nie etwas passieren. Meistens ist es so, dass beide gehen würden, definitiv, aber eben wir haben das Problem, wenn wir uns nicht entscheiden, passiert einfach auch nichts. Deswegen, meine Herangehensweise, und so war das schon immer automatisch, ich habe nur heute den Impuls bekommen, den möchte ich euch mitgeben. Wenn du zwei Entscheidungen treffen musst,
Wähle eine und dann der nächste Schritt ist, überlege dir, wie machst du diese perfekt, diese Entscheidung, wie gehst du da in den nächsten Schritt rein. Ja, das ist mein Erfolgsrezept. Ich bin fernab von Perfektionierung. Ich glaube, auch das ist eine Erfolgsstrategie. Das heißt, einfach mal abstreifen, diese Perfektion. Keiner ist perfekt. Jeder hat mal technische Probleme oder sieht nicht ganz hundertprozentig toll aus an dem Tag oder so. Das heißt, das müssen wir ablegen. Aber viel wichtiger ist, dass wir in die Umsetzung kommen und einfach mal machen. Ja, Kerstin Wemheuer, ihr wisst es, fuck einfach machen. Unser Motto sollte das sein. Schreibt euch das irgendwo über euren Schreibtisch, heftet euch das aufs Klo, wo auch immer ihr das den ganzen Tag seht, das ist ganz egal. Wichtig ist, dass ihr in die Umsetzung kommt und euch nicht von verschiedenen Optionen aufhalten lässt. Denn man kann jederzeit auch nochmal wieder zurück. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja? So, ich guck mal, ich habe mir Notizen gemacht auf jeden Fall. Ich finde wichtig, dass ihr schaut, dass ihr nicht irgendwo stecken bleibt. Also, wenn ihr mehrere Optionen habt, entscheiden, umsetzen und wirklich den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, das bringt euch viel mehr dazu, etwas zu lernen, als wenn ihr nichts macht. Das ist das Entscheidende, weil die meisten machen gar nichts, weil sie sich nicht entscheiden können und gehen dann natürlich auch keinen Schritt vorwärts. Und wenn man mal so ein bisschen im Zickzack geht, ist das ja nicht das Problem. Wichtig ist einfach, dass es vorangeht. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was ich heute als Impuls für dich mitgeben möchte. Mir ist das ganz wichtig, dass ihr das mitnehmt und dass ich das nicht nur meinen Kursteilnehmern mitgebe. Denn diese Art von Motivation, die hat jeder verdient. Und ich hoffe einfach, dass du mir vielleicht mal erzählst, wie du da rangehst an solche Sachen. Hast du mehrere Entscheidungsmöglichkeiten? Wie machst du das? Wie jonglierst du das, wenn du nicht weiterkommst? Hast du da vielleicht eine Strategie für dich entwickelt? Das würde mich mal interessieren. Denn ich weiß, wie wichtig das ist. Und deswegen spreche ich davon heute. Denn es geht hier nicht nur um allgemein komplett das Business, sondern vor allen Dingen auch um Facebook. Ihr kriegt so viele Impulse von mir, so viele Ideen. Wenn ihr aber nicht in die Umsetzung geht mit meinen Facebook-Tipps, dann bringen euch die auch gar nichts. Ja? Und so mache ich das. Ich höre mir Podcasts an und notiere mir am Ende eines Podcasts eine Sache, die ich auch direkt umsetzen will aus diesem Podcast. Oder notiere mir sehr häufig jetzt, ich bin sehr in der Weiterbildung für den Mitgliederbereich, sodass ich mir dann einfach einen Impuls, den ich für den Mitgliederbereich in dem Moment bekommen habe, den notiere ich mir, damit ich das dann auch umsetzen kann. Ja, das heißt, geh wirklich rein und höre vielleicht auch nicht wahllos Podcasts. Also ich bin zum Beispiel jetzt weg davon, dass ich immer die Podcasts höre in der Woche, in der sie rauskommen, sondern ich suche nach Podcasts speziell zu dem Thema, an dem ich gerade arbeite. Wie Mitgliederbereiche, wie Webinare, je nachdem, wo ich gerade dran bin. Ich picke mir speziell Podcasts zu dem Thema raus. Meinen sollte natürlich trotzdem immer noch weiterhören, das ist ganz klar. Aber das ist so ganz wichtig für mich, damit ich in die Umsetzung komme. Denn wenn ich wahllos 10.000 Impulse wieder bekomme pro Woche, dann hilft mir das auch nicht weiter. Ich muss an dem mich weiterbilden, wo ich auch gerade dran bin, wo ich auch gerade in der Weiterbildung mitarbeiten kann quasi. Weil ich habe das ganz, ganz häufig. Ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres Podcasts gehört zu Live-Events, wie man Live-Events macht. War aber noch gar nicht in der Planung des Live-Events und konnte das entsprechend doch gar nicht direkt umsetzen. Jetzt ist das anders. Das Live-Event steht, wir verkaufen schon die Tickets an meine Masterkurs-Teilnehmer und dann ab nächster Woche dann auch für alle. Aber es ist wichtig, dass ihr eben euch in dem Moment weiterbildet. Und mir ist wichtig, dass ihr in die Umsetzung kommt. Wirklich einfach mal ausprobieren. Deswegen, ihr hört einen Impuls. Bei mir jetzt in dieser Folge nehmt ihr den Impuls mit, dass ihr mehr in die Umsetzung geht. Also es ist nicht dieses konkrete To-Do, aber zumindest ist das mal so ein Impuls, damit ihr weiterkommen könnt. Wenn es jetzt darum geht, Facebook-Tipps zu bekommen, dann könnt ihr nächsten Mittwoch auf jeden Fall ins Webinar kommen. Da gehen wir dann tiefer rein. Ich zeige euch ein paar Hacks. Das ist ein neues Live-Webinar. Das mache ich zur Feier meines 100. Podcasts. Das ist jetzt hier die 99. Episode von meinem Podcast und nächste Woche dann die 100. Und an dem Tag um 14 Uhr, am 26.06. findet mein neuestes Webinar statt. Und da habe ich ein paar sehr spannende Neuigkeiten von Facebook mitgebracht und auch, wie ihr das umsetzen könnt. Und ich schaue mal in die Zukunft. Ich schaue mir mal an, wie Facebook 2025 aussehen wird
und was das für uns bedeutet und wie wir da jetzt schon drauf reagieren können. Ich gucke in die Kugel, ja, ich weiß es natürlich nicht, aber so stelle ich es mir vor, wenn ich mir die Entwicklung in der Vergangenheit angucke und wenn ich jetzt in die Zukunft schaue. Naja, seid gespannt auf jeden Fall. Und an dem Tag öffnet natürlich mein Facebook-Marketing-Club. Im Webinar seid ihr trotzdem herzlich willkommen, auch wenn ihr nicht in den Club kommen möchtet. Denn da werden auf jeden Fall ein paar juicy, interessante Inhalte dabei sein. Alle Infos bekommt ihr unter katrinhill.com/webinar. Und da bin ich gespannt, wenn ich euch da auf jeden Fall entdecke. Und jetzt gucken wir mal rein in die Fragen. Der Podcast endet jetzt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und wenn du dir das FAQ noch anschauen willst, dann geh auf meine Facebook-Seite. Da mache ich nämlich jetzt direkt weiter. So, ich gucke mal rein. Habt ihr Fragen zu dem Thema? Der Podcast ist zu Ende. Jetzt gehen wir ins FAQ. Wie macht ihr das denn mit der Umsetzung? Mein Tipp heute für alle die ein bisschen später reingekommen sind, ist, in die Umsetzung zu kommen, wenn wir zum Beispiel zwei Optionen haben, A und B, dass wir sagen, wir entscheiden uns für eine und machen sie dann richtig gut. Ja? Erst dann überlegen wir uns, wie kriegen wir das hin, weil die Entscheidung ist dann gefallen und zur Not ändern wir es halt wieder. Das ist doch kein Problem. Aber überhaupt in diese Umsetzung zu kommen, weil du eine Entscheidung getroffen hast, wird dich total in die Energie bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Genau, Susanne legt einfach los. Das finde ich sehr, sehr gut. Wunderbar. Und Iris findet meine Inhalte sehr inspirierend. Das ist schön. So soll es sein. Ja. Genau. Und Sabine sagt, die Podcasts suchen nach Thema sind super. Genau. Ich springe dann auch zwischen verschiedenen Podcasts Personen, also Anbietern hin und her, das auf jeden Fall, definitiv. Teilweise habe ich dadurch schon neue Podcasts auch gefunden, die einfach nur über dieses eine spezielle Thema sich handeln, ja. Und da mache ich dann so ein bisschen Binge-Listening, ist das ja in dem Moment, dass ich dann einfach mehrere Episoden hintereinander. Ich nutze die App Overcast und sortiere mir das dort. Ich kann da ja verschiedene, Unterordner anlegen und da kann ich mir dann sortieren, welche möchte ich unbedingt hören und welche könnte ich hören, muss ich aber nicht unbedingt hören. Ja? Corinna fragt, ob es eine Aufzeichnung vom Webinar gibt. Höchstwahrscheinlich ja. Also entweder eine Aufzeichnung oder einen zweiten Termin. Wenn du dich anmeldest, kriegst du die Infos. Wir wissen es noch nicht genau, weil ich kriege gerade sehr viele Anfragen dafür. Da müssen wir mal gucken, ob es in meinen Terminkalender reinpasst, dass ich vielleicht einfach einen zweiten Termin noch anbiete. Vielleicht abends oder so. Da müsst ihr mal sagen, wann es für euch am besten ist, damit ich darauf reagieren kann. Genau. Janine fragt, wann ist die Umstellung geplant, dass es deine Kurse nicht mehr gibt? Ab nächsten Mittwoch. Ja, das heißt, die Kurse gibt es weiterhin, nur sie sind dann anders sortiert. Und der Launch jetzt ist quasi ein Beta-Launch. Das heißt, der Marketing-Club, der Facebook-Marketing-Club ist dann noch nicht komplett umgestellt. Was ich nämlich langfristig plane und deswegen meine Vision, deswegen hat das recht lange gedauert, ist, ich habe 7 Stufen entwickelt für die Phasen, die man durchgeht auf Facebook. Vom Anfänger, der eben weiß, Facebook funktioniert, weiß, Facebook bringt in die Sichtbarkeit, aber hat keinen Plan, wo er anfangen soll, bis zum Profi, der über Facebook verkauft. Und diese 7 Stufen, die möchte ich euch leiten. Das heißt, wenn ihr neu in den Mitgliederbereich kommt, wird der Bot euch durchführen, Schritt für Schritt einen Plan speziell individuell für euch erstellen, welche Teile meiner Kurse ihr machen solltet und welche nicht, damit ihr eben nicht alles auf einmal bekommt, sondern ihr ganz spezifisch durchgeleitet werdet. Das wird am nächsten Mittwoch noch nicht fertig sein. Deswegen Beta-Launch und deswegen wird es jetzt diese Runde auch der günstigste Einstiegspreis sein für meinen Facebook-Marketing-Club, weil eben noch nicht alles fertig ist. Das wird dann parallel erstellt und der Preis, wenn ihr einmal drin seid, bleibt dann auch so und wird auch nicht teurer werden. Und die Kurse werden dann Schritt für Schritt dort integriert, aber der genaue Zeitplan, das alles zeige ich euch dann am nächsten Mittwoch noch. Genau. Sehr schön, Corinna. Also, ich bin gespannt, wie das mit deiner Umsetzung ist, was so der nächste Schritt ist, wo ihr vielleicht jetzt gerade, vielleicht habt ihr gerade ein Thema, wo ihr nicht genau wisst, wie macht ihr das jetzt, wie geht ihr das an? Das könnt ihr jetzt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, denn ich weiß, wie schwer das ist und den Impuls habe ich jetzt auch sehr bekommen, eben durch den Online-Kurs, den ich gerade mache, weil da ist das auch sehr, sehr häufig der Fall. In dem Kurs sind 2700 Teilnehmer. Und da sind ganz, ganz viele dabei, die sich nicht entscheiden können.
Das ist unglaublich und deswegen war dieses Feedback eben sehr, sehr gut, das ich da bekommen habe, dass es einfach erstmal entscheide dich, wähle eine der Wege und dann werde richtig gut bei diesem einen Weg. Und bei diesem richtig gut werden, da möchte ich euch dann unterstützen. Ja? Die Entscheidung müsst ihr selbst treffen und wie gesagt, man kann sie ja jederzeit auch anpassen, das ist ja nicht so das Problem. Da bin ich auch total gespannt, was so passieren wird mit dem Facebook Marketing Club. Wir suchen noch einen sexy Namen für den zweiten Pfad quasi. Wir haben ja den Facebook Marketing Club und wir nennen es jetzt gerade Facebook Marketing Club Plus mit der kompletten Umsetzungsgeschichte, mit Coachings von uns und mit extra Accountability, Erfolgsteams und so weiter und so fort. Und da fehlt uns noch ein sexy Name. Bis nächsten Mittwoch haben wir den hoffentlich gefunden. aber da werde ich jetzt nochmal ganz, ganz dolle brainstormen und überlegen, wie wir das nennen können. So, ich sehe erstmal keine Fragen mehr von euch. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen ganz coolen Tag. Ich habe heute jetzt noch einige Coachings vor mir mit meinen VIPs unter anderem und meine eigene Mastermind trifft sich heute noch. Und mein Mann wird heute Abend zum Gemeindevertreter gewählt ist er schon, aber er wird eben aufgenommen in die Runde und er wird Fraktionsvorsitzender von der Wählergemeinschaft hier im Dorf. Ich habe ja 5 Jahre lang, war ich Gemeindevertreterin, habe das jetzt abgegeben. Mein Mann macht weiter und er organisiert zum Beispiel auch das Dorffest, was nächste Woche kommt. Ich wohne hier in einem kleinen Dorf mitten in Mecklenburg-Vorpommern mit 2600 Einwohnern. Und bin jetzt weg von der Gemeindevertretung. Den Kulturverein, den ich gegründet habe, den leite ich weiterhin. Und ich bin jetzt in den Elternrat gewählt worden. Also meine Prioritäten verschieben sich gerade etwas. Mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber ja, da ist einiges diese Woche los. Ich plane natürlich das Webinar. Das ist zur Hälfte vorbereitet. Und da bin ich mal gespannt. Club to do, Yvonne. Das ist eine schöne Idee. Ja, ich will es ein bisschen exklusiver nennen. Das wird nämlich sehr exklusiv. Und mit sehr viel Betreuung, also es muss irgendwas mit Gold oder so. Also Gold ist zu langweilig, das mag ich nicht so, deswegen. Aber irgendwas so richtig mit Umsetzung und so richtig motivierend ist meine Herangehensweise. Und ich werde heute mal ein bisschen brainstormen. Da bin ich mal gespannt. Sabine organisiert auch das Dorffest, sehr cool. Ja, bei uns ist das jetzt Wochenende. Und das wird sicherlich sehr, sehr cool. Die Kinder freuen sich schon. Da bin ich mal gespannt. Genau, also wenn ihr Ideen habt zu dem Namen von dem Club Plus, ja, dann sagt gerne Bescheid. Ich bin da sehr offen. Wie gesagt, noch nichts steht fest. Von daher können wir da noch ein bisschen drehen und dann werdet ihr mal schauen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch fürs Webinar anmeldet, auch wenn ihr nicht könnt. Wie gesagt, ihr werdet informiert zu einem Alternativtermin oder auch der Aufzeichnung. Das weiß ich noch nicht. Für gewöhnlich mache ich ja ungerne Aufzeichnungen, weil ich möchte, dass ihr live dabei seid. Ihr kriegt nämlich einen speziellen Bonus oder habt die Möglichkeit auf diesen Bonus, wenn ihr live dabei seid. Deswegen mache ich das eben mit der Aufzeichnung nicht so gerne, aber ich gucke mal, wie ihr so Zeit habt. Ich weiß, der Tag 26. der Mittwoch um 14 Uhr ist vielleicht keine ideelle Zeit, aber es ist der Tag meiner 100. Podcast-Episode und bei mir ist das so, wenn ich meine Webinare abends 19.30 Uhr oder 20 Uhr, habe ich dies auch schon oft gemacht, meine Energie ist einfach nicht die gleiche. Ich habe so eine Energie noch, entweder um 10 oder um 14 Uhr, könnte ich Bäume ausreißen und das ist einfach abends nicht mehr der Fall. Deswegen mache ich das nachmittags und hoffe, das ist kein Problem. Platin for Winner. Oh, schön. Die werde ich mal direkt notieren. Danke, Yvonne. Ich wünsche euch erstmal einen ganz coolen Tag. Ich werde jetzt ein bisschen in die Umsetzung gehen. Die VIPs kriegen jetzt von mir eine E-Mail. Und dann geht es direkt ins Coaching und wir sehen uns dann nächste Woche wieder im Podcast oder auch natürlich hier auf Facebook. Bis dann, ihr Lieben.